Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Und da sich einige schon ein Review gewünscht haben, habe ich mir jetzt überlegt, dass ich jetzt das Review aufsplitten werde in mehrere Teilvideos. Dabei geht es unter anderem darum, das Tablet privat zu nutzen, also Videos, Gaming und Co. Dann ein Video, wie ich es selber in meinem Workflow nutze. Und Videos, in denen ich zum Beispiel da nützliche Apps vorstelle, zum Beispiel Samsung Notes und die S-Pen-Nutzung. So kann sich jeder raussuchen, was man wissen möchte. Und ich hoffe, euch gefällt das Konzept. Und falls ihr alles wissen wollt, könnt ihr euch trotzdem die anderen Videos anschauen, die jetzt nach und nach kommen werden. Im heutigen Teil meines Galaxy Tab S6 Lite Reviews geht es um das Schreiben mit dem Stift auf dem Tablet, um das produktive Arbeiten in der Schule oder in der Uni mit dem Tablet. Dabei werde ich eben die App Samsung Notes vorstellen. Ich werde euch zeigen, wie man ein Dokument öffnet, wie man die Ordner verwaltet in der App. Ich werde euch zeigen, welche Werkzeuge es gibt, um auf dem Tablet zu schreiben. Ich werde euch zeigen, wie man Bilder einfügt, PDFs einfügt und wie man auch im Nachhinein noch die beschriebenen Seiten oder Bilder verschieben kann oder ändern kann und wie man das Ganze abschließend exportiert. Und ganz zum Schluss gibt es dann noch ein paar Features vom S-Pen, vom Stift, der dabei ist und die ich als nützlich erachte. So, nach dem Öffnen der Samsung Notes App sehen wir hier eine Übersicht von all unseren Dokumenten, speziell hier alle Notizen. Diese Ansicht kann man oben rechts mit einem Klick auf die drei Punkte umstellen über Anzeigen. Also da kann man auch standardmäßig das Raster anzeigen lassen, so war es bei mir standardmäßig. Man kann es auch als einfache Liste anzeigen lassen, aber mir gefällt die ganz normale Liste am besten. Ich zeige euch jetzt als allererstes mal, wie man eine neue Notiz erstellt, und zwar hier unten rechts auf dem Plus-Symbol dann hinzufügen. Hier haben wir jetzt schon ein Dokument erstellt und wir können darin schreiben. Dazu gleich mehr. Es gibt hier auch die Leseansicht mit dem kleinen Buch da oben. Hier kann man quasi dann mit dem Finger hoch und runter wischen und halt lesen. Und über den Klick oben links auf dem Pfeil kommt man wieder zurück zur Ordnerübersicht. Zur Ordnerübersicht noch kurz. Oben links haben wir diese drei Striche. Da haben wir dann auch ein Optionslogo, wo wir dann auch Optionen einstellen können. Oder aber die Ordner. Ich habe jetzt auf Ordner getippt. Wo wir einmal oben sehen Ordner, die ich erstellt habe. Und hier sind, generell sehen wir noch Dokumente, die nicht zugeordnet sind. Und dann zeige ich euch gleich mal, wie man so ein Dokument verschiebt. Ich drücke länger auf die Physik Inc. Zusammenfassung. Dann ist ein Haken. Dann tippe ich nochmal länger drauf. Das mache ich alles mit dem Stift. Geht auch per Finger. Und ziehe es in Ordner Uni Allgemein. Lass es los. Und dann finden wir es mit einem Tipp auf Uni Allgemein in dem entsprechenden Ordner. Wenn ihr einen neuen Ordner erstellen wollt, tut man das, indem man links im Register bei Ordner auf Ordner verwalten klickt. Und die kann man nach Belieben Ordner hinzufügen, benennen. Man kann aber auch über Bearbeiten oben rechts Ordner auswählen, verschieben, entfernen. Das mache ich an dieser Stelle hier nicht. Nicht wundern, ich mache gerade eine Zurückwischgeste von der Seite rechts in den Rand. Das ist das gleiche, wie man auf Zurück drückt, nur ich habe bei mir die Gestensteuerung aktiv. So, jetzt zu dem Interessanten. Wie schreibt man? Dafür gehe ich wieder in die allen Notizen und das eben erstellte Dokument. Oben links können wir einen Titel vergeben. Ich nenne das an dieser Stelle aber einfach nur mal Test und bestätige das mit dem Haken. Wenn ich dann jetzt schreiben möchte, muss ich noch oben auf Bearbeiten gehen. Das ist das Icon, wo rechts bei den Icons das ganz linke ist. Und aktuell sehen wir oben in der Leiste, dass die Tastatur angemerkt an ist. Wenn man die Tastatur anklickt, kommt man eben in den Tastaturschreibmodus und wenn man oben links wieder draufklickt, wieder zum Handschriftmodus. Wir können hier den Stift auswählen, Stiftbreite, Stiftart, also zum Beispiel sowas. Das Ganze ist etwas druckempfindlich, wobei ich da ein bisschen unfähig bin. Ich drücke eigentlich immer ziemlich fest auf, aber man kann auch mit der Intensität, wie fest man aufdrückt, die Schriftstärke ändern. Radieren kann man das mit dem Radierer-Symbol, das ich gerade angetippt habe, und indem man dann drüber wischt über das Geschriebene. Es gibt auch einen Textmarker, bei dem man einstellen kann, was man für einen Textmarker möchte, und je nachdem hat man einen Freihand-Textmarker oder dieser hier mit dem Lineal, der geht dann immer gerade oder halt in Kurven. Die kann man genauso auch mit dem Radiergummi wegmachen.
Oder ich drücke jetzt die Taste auf dem S-Pen. Die seht ihr nicht, aber diese S-Pen hat so eine kleine Taste. Und wenn ich die drücke, wird das automatisch zum Radierer. Außerdem gibt es noch die Option, dass wir was auswählen können. Also zum Beispiel, ich schreibe hier mal kurz etwas. Das dient nur zu Demonstrationszwecken. Das ist natürlich viel zu dick, um damit richtig zu schreiben und um das zu verwerten. Aber jetzt kann ich zum Beispiel hier ein Kästchen ziehen, wenn ich das Kästchen auswähle. Kann meinen Text verschieben, kann den Text größer machen, kann den Text kleiner machen und platzieren, wie ich möchte. Und außerdem mir auch hier ausschneiden, kopieren, einfügen, löschen, wie ihr hier sehen könnt. Man kann dann auch den Text umkonvertieren. Das mache ich meistens mit diesem kleinen, momentan lilanen A. Das zeigt einem, wie man den Stil haben möchte. Zum Beispiel in Rot mit der Breite 6 oder zum Beispiel nur mit der Breite 1. Dann wische ich über das drüber, was ich ändern möchte. Und dementsprechend passt sich das an. Da haben wir noch rückgängig und vorwärts. So können wir unsere letzten Schritte hin und her springen. Und das Ausrichten selber verwende ich gar nicht. Und dementsprechend kann ich auch gar nicht sagen, was das macht. Also ich schreibe normalerweise, na, indem ich reinzoome und dann einfach im reingezoomten Zustand schreibe. Man kann mit zwei Fingern außerdem, weil ihr das jetzt gerade nicht sehen könnt, rein und raus wischen. Und das ist frei flexibel einstellbar wie und nach persönlicher Präferenz. Zum Schreiben zoome ich immer relativ weit rein. Man kann außerdem auf dieses A drücken, das einfache Handschriftfeld. So zoomt das Ganze dann immer auf diesen festen Bereich und man hat hier das Fenster, in das man auch schreiben kann. Hat dann natürlich den Vorteil, dass man immer gleich groß schreiben kann. Allerdings ist es für mich etwas gewöhnungsbedürftig, denn wenn man dann am Ende ist hier, dann springt es weiter. Und ich persönlich bin nicht der größte Fan davon. Man kann auch mit diesem Enter dann weiterschreiben. Jedoch passt der Sprung, den es macht, nicht ganz. Denn ich verwende hier einen anderen Hintergrund. Bevor ich euch zeige, wie man dann eben noch den Hintergrund ändert, weil ich habe jetzt hier ein 5 auf 5 mm Raster aus dem Internet, möchte ich euch noch kurz zeigen, was die letzte Funktion hier sind. Einmal ordentliche Formen. Also wenn ich jetzt den Kreis zeichne, macht das Tablet einen Kreis daraus. Bei einem Viereck macht das Tablet ein Viereck daraus, einen geraden Strich. Dementsprechend einen geraden Strich, also zum Unterstreichen zum Beispiel. Und das letzte ist dann noch, ich wechsle wieder zum Stift, ist die Leinwandsperren. Hier können wir nicht mehr mit einem Finger das Papier hoch und runter ziehen, wie es bis eben bei mir der Fall war. Konntet ihr natürlich nicht sehen. Jetzt kann man nur mit zwei Fingern hoch und runter ziehen und nicht mehr zoomen. So verhindert man einfach nochmal, dass, wenn das Tablet das nicht erkennt, dass man gerade mit der Handballen aufliegt, dass man es das, ungewollt verschiebt, das Ganze. Jetzt haben wir geschrieben oder zumindest mal ein paar Tests gemacht. Und jetzt wollen wir auch mal zum Beispiel den Seitenhintergrund ändern. Hier können wir zum Beispiel oben rechts auf die Punkte gehen, auf weitere Optionen. Das seht ihr schon. Datei speichern, löschen, Seitenvorlage und Hintergrundfarben und Co. Und wenn man jetzt hier auf Seitenvorlage geht, sieht man schon, das sind von Samsung vorgefertigte Vorlagen. Und hier habe ich ein Bild eingebunden aus dem Internet, weil das einfach ein 5x5 mm Kariertblock entspricht. Denn der kleine Block von Samsung ist doch verhältnismäßig groß, finde ich. Und ich bevorzuge es, tatsächlich dann ein 5x5 mm Raster zu haben. Weshalb ich eben dieses nutze. Aber man kann natürlich auch, wenn man auf Liniert steht, auf Liniert schalten. Das ist persönlicher Geschmack, sage ich mal. Gehen wir jetzt mal davon aus, ihr wollt eine Zusammenfassung für die Schule oder für die Uni erstellen. Ich gehe jetzt hier zum Beispiel einfach mal auf, ja, Zustandsgleichungen TTD1. Jetzt sehen wir es schon. Ich habe hier eine Überschrift, ich habe hier was geschrieben und hier, dieses Bild ist eingefügt. Das sieht man, weil es kein Kästchen drumherum gibt. Und das Bild habe ich einfach aus der Vorlesung kopiert und eingefügt. Ja, und wie man das macht, das zeige ich euch gleich mal. Und zwar, indem ich einen Screenshot aufnehme. Das kann man ganz einfach machen, indem man mit dem Stift in die Nähe des Displays geht und zweimal den Knopf drückt.
Dann öffnet sich dieses schöne Stiftmenü. Dann kann man auf Smart Select gehen. Wählt den Bereich aus, den man screenshotten möchte. Und dann kann man das Ganze schon in der Galerie speichern. Geht auf das Dokument, oben auf Bearbeiten. Und dann kann man bei der kleinen Klammer bei Einfügen ein Bild, PDF, Zeichnung, Audiodatei und Co. einfügen. In diesem Fall ein Bild aus der Galerie. Dann gehe ich auf Screenshots, wähle ihn aus, gehe auf Fertig. Und dann kann ich hier meinen Screenshot einfügen, die Größe anpassen, kann das Ganze auch drehen, wenn man das möchte. Man kann die Rotation auch wieder mit zurück ändern. Man kann auf den Bildern auch Dinge markieren. Also man kann da ganz normal darauf schreiben. So, und nachdem wir jetzt wunderschön ein Bild eingefügt haben, zeige ich euch, wie man noch andere Seiten einfügt. Also Seiten erstellen sich automatisch immer selbst, sobald man auf der untersten Seite etwas geschrieben hat, dann kann man weiter wischen. Man kann aber auch in die Seitenverwaltung gehen, das ist hier dieses kleine Seiten sortieren. Hier kann ich jetzt zum Beispiel eine neue Seite erstellen. Ich kann bei Bearbeiten dann auch die Seiten auswählen, kopieren, teilen, löschen und Co. Falls sie woanders einfügen möchte. Wir können aber auch PDFs einfügen. Zum Beispiel, also für viele wird es relevant sein, dass sie auf Folien schreiben müssen, können wir auf Einfügen gehen. PDF. Hier zum Beispiel eine Übung Mathe. Ich füge die jetzt einfach mal ein. Und wenn wir jetzt schauen, dann sehen wir hier eine korrigierte Lösung, so eine Übung. Das sind einfach die Seiten aus der PDF, die da drin waren. Und wir können da auch ganz normal darauf schreiben, wie wir lustig sind. Wir können das natürlich auch wieder wegmachen. Wenn wir dann auf Seiten verwalten gehen, können wir auch, sofern wir das wollen, die Seiten gedrückt halten mit dem Stift und nach Belieben hin und her sortieren. Und wenn wir auf Bearbeiten gehen, können wir auch die Seiten anwählen, teilen, kopieren oder eben wieder löschen. So, jetzt zum Abschluss gehe ich nochmal auf eine neue Seite und zeige euch die Stiftfunktion, die ich eben bisher am coolsten finde. Also das Schönste, was ich eigentlich finde, ist, man kann etwas schreiben. Und indem man die Taste am Stift gedrückt hält, kann man das einfach wieder wegradieren. So wird es quasi automatisch zum Radiergummi, ohne dass man das Radiergummi-Symbol anwählen muss. Man kann auch, wenn man nicht in der Samsung Notes App ist, oder beziehungsweise nicht im Schreibmodus ist, die Taste am Stift doppelt drücken. Dann öffnet sich hier ein Menü. Ich muss sagen, ich habe das meiste noch gar nicht getestet. Das Bequemste ist eigentlich immer alle Notizen anzeigen. Dann öffnet sich Samsung Notes. Also das Fenster, das ich eigentlich schon offen habe. Notiz erstellen, erstellt eine neue Notiz. Das verwende ich auch ganz gerne, dass ich nicht in die App tippen muss. Aber das Coolste ist das Tool Smart Select, finde ich. Wenn ich da dann drauf tippe, kann ich nämlich ein Auswahlwerkzeug auswählen. Hier jetzt zum Beispiel ein Rechteck. Und kann dann einen Bereich, den ich screenshotten will, markieren. So, dann habe ich das hier. Ich könnte das auch noch bearbeiten, wenn ich denn möchte. Mit dem Klick auf dem Stift könnte da was reinschreiben und Co. Das mache ich an dieser Stelle aber nicht. Und dann kann man das ganze Dokument einfach speichern als Screenshot über den Tipp auf das Speichern-Logo. Und kann, wie eben vorhin schon gezeigt, wenn wir im Bearbeitungsmodus sind, das Bild einfach aus dem Screenshot-Ordner einfügen. Also, das finde ich ist wirklich ein ziemlich nützliches Feature. Das verwende ich zum Beispiel, um ja, Sachen aus Vorlesungen zu kopieren und einzufügen, um dann darauf zu schreiben. Ja, außerdem haben wir hier noch dieses kleine Fenster mit dem Stift. Das öffnet aber nochmal das gleiche Menü. Ich sehe hier, man kann auch noch neue Verknüpfungen hinzufügen, aber im Wesentlichen bin ich schon sehr zufrieden damit. Viel mehr habe ich jetzt gar nicht festgestellt, was der Stift kann. Wenn man ungefähr eine Handbreit vom Display weg ist, geht es außerdem nicht, denn der Stift hat keinen Akku. Man muss ungefähr 1 bis 2 cm vom Display weg sein. Und wenn man dann drückt, dann muss ich aus der App rausgehen. Dann öffnet sich das Ganze. Ach, und außerdem, wenn man hier zum Beispiel über die Dokumente mit dem Stift geht, aber sie nicht berührt, zeigt es einem auch schon eine Miniaturfassung von den Dokumenten an. Also finde ich ziemlich cool. Wir gehen jetzt davon aus, wir hätten jetzt hier ein Dokument, das wir fertig bearbeitet haben. Natürlich wesentlich schöner als ich jetzt. Dann können wir das Ganze nicht, wollen wir das Ganze natürlich auch irgendwie exportieren. Da könnten wir einmal hier auf weitere Optionen, Punkt, 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 als Datei speichern.
können wir auswählen Samsung Notes Datei, also eine Datei, die wir mit Samsung Notes öffnen können, das, was wir hier eigentlich erstellen. Wir können das aber auch in Bild, Text, PowerPoint, Word und Co. umwandeln. Also bei mir ist es in der Regel ein PDF-File, außer ich will es irgendwo in ein Word-Dokument einfügen, dann auch oft eine Bilddatei. Dafür gehe ich dann einfach auf PDF-Datei, wähle einen Pfad aus und kann das Ganze dahin abspeichern. Das mache ich jetzt an dieser Stelle nicht. Oder was ich viel häufiger mache, ist, ich gehe auf das Senden-Symbol, wähle PDF-Datei aus und dann dauert das einen kurzen Moment, bis es exportierfähig gemacht wurde. Und dann kann ich einen Ordner auswählen, jetzt hier speziell in meinem Google Drive. Dann wird das Ganze ins Google Drive hochgeladen. Und ich habe dann in meinem Ordner, wenn es fertig hochgeladen ist, die Datei in der Cloud und somit gleich auf meinem Notebook. Also hier sieht man, wuppa, zuletzt geöffnet. Und dann hat man hier das Dokument im Google Drive, kann sich das Dokument anschauen und kann alles machen, was man mit einem PDF sonst auch machen kann. Wenn man ein aus Samsung Notes exportiertes Dokument außerdem drucken möchte, ist die Qualität ziemlich gut und vor allem besser, als wenn man handgeschriebenes kopiert. So ist zumindest meine Erfahrung mit der ganzen Sache. Jetzt zurück zu Samsung Notes. So, ich hoffe, das Ganze war hilfreich für euch. Ihr konntet was aus dem Video mitnehmen. Und falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr zum Thema Tablets und Technik wissen wollt und auch ab und zu ein bisschen Studium, dann würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Und ich freue mich, euch beim nächsten Video wieder zu sehen bzw. von euch in den Kommentaren zu hören. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ciao.